gehst du mit den digitalen Dingen um, ja? Wie betreibst du deinen Facebook-Account? Wie gehst du auf YouTube um und so weiter, ja? Ich aus meiner Geschichte habe schon eine Konsequenz daraus gezogen. Hallo und herzlich willkommen. Wir starten in den Business Vlog Ausgabe 172 hinein und heute ja Fenstertag. Morgen ist frei und heute ist so ein halber Arbeitstag, halber Feiertag. Aber heute schon wieder sehr fleißig gewesen im Homeoffice, Daily Routine am Montag und so in die Woche hineingestartet. Und die letzten Tage waren auch sehr arbeitsreich, vor allem jetzt da draußen hier im Garten. Auf der einen Seite unseren Komposthaufen, ja, das ist jetzt auch die Auflösung gewesen, wozu ich die Schaufel gebraucht habe vom 171er Flock, also da alles umgebaut, umgeschaufelt, belüftet und so weiter, damit wir schöne gute Erde haben für unseren Garten hier. Dann Rasen gemäht am Samstag, sieht man da jetzt da auch, und was echt immer eine Heidenarbeit ist, bei unserer Feuerstelle, da hinten wächst ja extrem viel Gras und das muss man wirklich rauszupfen. Jedes einzelne Halmchen und rausziehen und jeden, also das ist wirklich eine Heidenarbeit, ja, macht nicht wirklich viel Spaß, man kann dabei sehr, sehr viel nachdenken, aber jetzt schaut es wieder richtig, richtig sauber aus, ja. Heute noch steht noch mehr ein Termin am Programm, nämlich um 19 Uhr bin ich in der Wirtschaftskammer Steiermark, also geht genau jetzt da um Network Marketing und Direktvertrieb um 19 Uhr im Europasaal. In der Wirtschaftskammer angekommen, im Alanui Outfit. Ja, so. Schauen wir, wie die heutige Veranstaltung läuft. Ich habe ein neues Ritual und das ist das kürzeste Gebet der Welt. Das besteht aus 5 Buchstaben, das heißt Danke. Keiner weiß, wie es richtig geht. Aber ich glaube, wir spüren alle schon so ein bisschen, wie es nicht geht. Wer heute in Nanosekunden auf etwas reagiert, zeigt damit, dass er unterbeschäftigt ist und keine Priorisierung hat, außer die nächste Ablenkung. Deswegen gibt es jetzt Öffnungszeiten und dann sagen sie, ich mache Post zu den und den Zeiten, damit die Leute einfach wissen, wie ist die Erwartungshaltung an die Erreichbarkeit. Gerade auch, wenn sie Kinder haben. Machen Sie eine Ladestation, machen Sie Handybettchen, erteilen Sie Handys Ess- und Tischverbot, weniger ist mehr denn je. Wo sind Sie überall online? Brauchen Sie Facebook? Wie viel Zeit investieren Sie? Wenn Sie Spaß haben und im Herz dabei sind, dann werden Sie immer erfolgreich sein, im Digitalen und im Analogen. Ich stelle so oft fest, dass die Leute sagen, so wenn die anrufen, fragen die zuerst, können Sie sprechen? Wir fotografieren Folien, weil wir glauben, wir könnten Wissen damit festhalten. Offline wird der neue Luxus sein. Wer sich es leisten kann, nicht versklavt in Urlaub zu gehen, wer sich es leisten kann, nicht erreichbar zu sein, der wird es geschafft haben. Veranstaltung am Montag in der Wirtschaftskammer Steiermark war ein voller Erfolg. Es war ja die Veranstaltung vom Landesgremium Direktvertrieb. Es hat 2 Vorträge gegeben. Auf der einen Seite von Professor Dr. Michael Zacharias. Das ist so der Network Marketing Professor im deutschsprachigen Raum. Er hat an der Fachhochschule oder Universität Worms lange über dieses Thema studiert, geforscht und so weiter. Und er hat auch ein schönes Booklet herausgebracht. Network Marketing 4.0 mit allen möglichen relevanten Daten über den Bereich Direktvertrieb. Und das Schöne war, nach der Veranstaltung hat es auch ein Buffet gegeben und ich bin dann alleine an einem Tisch gestanden, ja, und dann ist auf einmal der Peter Krass und auch der Dr. Zacharias bei mir vorbeigegangen, haben ja, ich habe natürlich bewusst hingeschaut, ja, und sie sind dann bei mir am Tisch gestanden. Ja, wir haben dann auch wirklich eine halbe Stunde oder Stunde noch fachsimpeln können über die unterschiedlichsten Themen und den Peter Krasser, den kennen einige vielleicht sogar aus einem Do-It-Talk, ja, er ist ja derjenige, der über die Charity-Aktion jetzt da auch für Schulen in Äthiopien sammelt und Schulen auch in Äthiopien aufbaut, ja. Der zweite Vortrag war von der Anitra Eckler, auch das war ein wirklich spitzenmäßiger Vortrag über das Thema Digitaltherapeutin, also welche Dinge braucht man im digitalen Bereich in der heutigen Zeit, und es war eine tolle Aussage von ihr dabei, nämlich mit dem Thema, die digitale Revolution ist vorbei. Ja, das heißt, der Kuchen ist schon längst aufgeteilt und es ist wieder genauso dieses das Gefühl, was ich schon seit längerem habe. Ja. Es sind gewisse Themenfelder schon besetzt. Ja. Jetzt kannst du als kleines Unternehmen nicht mehr so schnell agieren. Ja. Du musst neue Wege in dem Bereich drinnen gehen und sieh dann die Devise jetzt nicht die digitale Revolution, sondern die
digitale Evolution, ja, und das ist genau dieses Thema, wie gehst du mit den digitalen Dingen um, ja, wie betreibst du deinen Facebook-Account, wie gehst du auf YouTube um und so weiter, ja. Ich aus meiner Geschichte habe schon eine Konsequenz daraus gezogen, ich habe heute meinen Periscope-Account gelöscht, ja, weil Periscope nutze ich ehrlich gesagt nicht mehr, also wieso habe ich die App noch, App runtergelöscht, Account deaktiviert, weil wenn ich Videos mache, dann mache ich es ja über YouTube oder jetzt auch über Facebook Live, ja, und Thema YouTube, vielen Dank wieder, aktuell 374 Abonnenten, in den letzten Tagen und Wochen ist das richtig wieder nach oben gegangen, vielen Dank an die neuen Abonnenten, ja, die wieder jede Woche live dabei sind, jetzt dann bereite ich mal vor für den Moodcast, der geht jetzt um 20 Uhr los, ist auch wieder ein Interview, brauche auch in den Vlog hinein und gestern war ja ein sehr, sehr harter Tag, weil Geburtstag von meinem Schwiegervater, wir haben bei uns hier im Hause Raclette gemacht, also richtig gut gekocht mit den Verwandten, da ist noch was übergeblieben, also heute auch noch davon gegessen, also die letzten drei Tage war wirklich extrem too much ja, vom Essen jetzt da. Richtig lecker alles, aber ich glaube, morgen muss ich ein bisschen auf die Bremse steigen. Und jetzt da bereiten wir uns für den Moodcast vor und schauen mal, was da weitergeht. Ich habe zum Beispiel jetzt mein Buch geschrieben, man muss es einfach tun, ja. Und wenn du dann eine Frau hast, die dann zu dir kommt, wenn du demotiviert bist und sagt, lies einmal dein Buch. Okay, dein eigenes. Dann tut's weh. Ja, okay. Weil du kannst jetzt selber schreiben über positiv denken, über Niederlagen einstecken, weitermachen und so weiter. Mhm. Und dann hast du halt selber wieder einen Tiefschlag und dann, ja. Okay. Also wirklich dieses Vorbildfunktion, das ist etwas, was ich wirklich, aus dem ich jetzt einmal Kraft aussehe, nehme, nicht aufzugeben. Weil ich habe immer wieder gesagt, was ist der Unterschied zwischen Erfolglosen und Erfolgreichen? Der Erfolgreiche macht da weiter, wo der Erfolglose aufhört. Der Business Vlog Ausgabe 172 nähert sich dem Ende. Diese Woche etwas anderes, eine relativ kurze Woche gewesen, weil der 1. Mai, der war ja der Tag der Arbeit, das war ein freier Tag, also Montag Brückentag oder Fenstertag. Nächste Woche wird auch wieder relativ kurz, da ist Donnerstag der Feiertag und Freitag dafür der Brückentag, Fenstertag. Ja, aber trotzdem ist relativ viel weitergegangen. Ich nutze jetzt die Zeit hier im Nature Office, im provisorischen, ja, ich habe mir einfach nur den Laptop auf die Füße gelegt mit einem zweiten Stuhl dazu und solange es noch schön ist und die Sonne scheint, genieße ich das Ganze heraus. Apropos genossen oder genießen, gestern habe ich auch den Moodcast mit dem Dominik Pfeffer sehr genossen, toller, inspirierender Talk gewesen, über 30 Minuten, wir haben danach auch noch ein wenig weiter geskypt und Ideen ausgetauscht, also wirklich eine tolle Geschichte gewesen. Ja, und das war es jetzt dafür, den Business Vlog Ausgabe 172, wenn es euch gefallen hat, wieder Daumen nach oben, Kommentare unten hinter lassen und wir freuen uns natürlich immer wieder über ein Abo hier auf dem YouTube-Kanal. Das ist die sogenannte Bezahlung für mich als YouTuber, für meine Videos. Damit versäumt ihr keine Auskurve in der nahen Zukunft. Ja, und wenn ihr andere Themen auch haben möchtet, einfach unten in die Kommentare hineinschreiben. In dem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe. Alles Liebe, euer Thomas.